Hey ihr Lieben, ich bin Janina von RosiMade und ich zeige euch heute, wie ihr diesen stylischen Rucksack nähen könnt. Das Schnittmuster zu diesem Rucksack hier findet ihr im RosiMade Blogmagazin und ich habe euch den Link dazu hier unten in die Infobox reingepackt. Mit diesem Schnittmuster habe ich mir dieses Mal was für die fortgeschrittenen Näherinnen unter euch überlegt. Wir haben in der Zwischenzeit jetzt die 9000 Follower-Grenze von Instagram erreicht und deshalb habe ich mir überlegt, als kleines Geschenk für euch ein Freebie zu entwickeln. Dieser Rucksack hier ist es geworden. Und wenn ihr den auch nachnähen wollt, dann braucht ihr schon ein bisschen Näherfahrung. Das heißt, ihr solltet schon mal eine Tasche oder Rucksack oder ähnliches genäht haben, damit ihr einfach so ein bisschen im Gespür habt, was das so alles bedeutet und euch das besser vorstellen könnt. Ich bin mega gespannt, wie euch der Rucksack und auch das Video dazu gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Rucksack denkt und schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, welche Stoffkombination ihr euch aussuchen würdet für euren ersten Rucksack. Ihr braucht für den Rucksack einiges an Material. Ich habe euch alles im RosiMade Magazin Blogbeitrag und in der Infobox unten verlinkt. Schaut dort unbedingt nach, ihr findet da auch die einzelnen Mengenangaben der unterschiedlichen Materialien. Und alles Material, was ich hier in diesem Video für den Rucksack verwende, ist von Rotznasen und Zuckerschnuten, die mir dieses Material für das Video zur Verfügung gestellt haben. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich habe jetzt hier schon mal alle Schnittteile zugeschnitten. Ihr findet die Zuschnittangaben entweder direkt auf den einzelnen Schnittteilen vom Schnittmuster oder auf dem RosiMade Magazin-Blog. Und ich verwende hier bei diesem Rucksack zwei verschiedene Außenstoffe, einmal ein Kunstleder und einmal ein Samtsteppstoff. Ihr könnt es aber auch alles aus dem gleichen Stoff machen. Anschließend bügelt ihr dann überall die Einlage drauf. Und ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, dass ich den Rucksack sehr stark machen möchte, also sehr stabil. Deswegen habe ich auf allen Teilen, wo es auch angeschrieben ist, mit der Einlage Decoville Light gearbeitet. Wenn ihr den Rucksack nicht ganz so stabil haben möchtet, könnt ihr aber auch die Einlage H640 verwenden. So, und wenn ihr dann die Einlage aufgebügelt habt, dann solltet ihr noch die Reißverschlussmarkierungen übernehmen. Und zwar beim unteren Vorderteil für den äußeren Reißverschluss und bei dem Innenteil, wenn ihr auch eine Innentasche mit Reißverschluss machen wollt. Jeweils auf die linke Stoffseite. Wenn ihr auch, wie ich, einen Endlosreißverschluss verwendet, dann schneidet ihr den jetzt in drei Teile zu. Und zwar einmal in 64 cm, in 26 cm und in 20 cm. Wenn ihr keinen Endlosreißverschluss verwendet, sondern einen fertigen, dann findet ihr die Maße auch im RosiMade Magazin Blog. So, dann starten wir direkt mit dem äußeren Reißverschluss. Dafür braucht ihr die zwei unteren Vorderteile aus eurem Oberstoff oder Außenstoff und eins davon eben mit Einlage verstärkt. Wichtig, wenn ihr mit Kunstleder arbeitet, dann schaut, ob es funktioniert, dass ihr da Einlage drauf bügeln könnt, weil manche Kunstlederarten sind sehr empfindlich. Da bügelt ihr das dann nicht auf das Kunstleder auf, sondern auf den Innenstoff. Bei mir hat es gut funktioniert, deswegen seht ihr das hier mit Einlage und Kunstleder. So, dann starten wir, indem wir die zwei Außenstoffteile rechts auf rechts aufeinander legen, sodass das Teil mit der Reißverschlussmarkierung oben liegt. Und das könnt ihr jetzt feststecken. Und dann näht ihr jetzt einfach die zwei Stofflagen zusammen, indem ihr auf dieser Markierung einmal absteppt. So sieht es jetzt aus, wenn ihr es genäht habt. Und dann nehmt ihr euch eine Schere und schneidet da jetzt rein, beginnend von der Mitte aus. So, ihr habt da jetzt einen Schnitt reingemacht und jetzt schneidet ihr auf die eine Seite bis so ungefähr 1,5 cm ungefähr vor das Ende. Ich muss eine schärfere Schere nehmen. Und dann schneidet ihr einmal zu der einen Spitze bis kurz vor der Naht. Und einmal zu der anderen Spitze. Da müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein, dass ihr die Naht nicht kaputt macht, aber es muss dann
eben so ein Dreieck entstehen. Und das Gleiche macht ihr dann auch auf der anderen Seite. Und dann wendet ihr jetzt eine Seite auf die andere Seite durch diese Öffnung hindurch, so komplett, sodass beide Stoffe wieder auf rechts liegen. Legt dann die Kanten schön sauber um und bügelt gegebenenfalls nochmal drüber. Bei Kunstleder müsst ihr sehr vorsichtig sein und auf jeden Fall ein Tuch dazwischen verwenden. Und dann braucht ihr den mittellangen Reißverschluss und dann als Hilfe am besten noch das Stylefix. Das Stylefix klebt ihr jeweils an eine Kante vom Reißverschluss und zwar auf die rechte Seite des Reißverschlusses. Wenn ihr nicht mit Kunstleder arbeitet, sondern mit einem normalen Canvasstoff oder Taschenstoff, dann braucht ihr das nicht unbedingt zu fixieren. Da könnt ihr das dann einfach auch stecken, aber bei Kunstleder ist es einfach schwierig zu stecken. So, und anschließend wird jetzt der Reißverschluss hinter diese Öffnung gesteckt. Und zwar liegt die Seite oben, die die extra Verstärkung hat. Und dann schaut ihr, wie es gut platziert ist. Macht dann anschließend das Klebeband weg und klebt den Reißverschluss dann schön unter die Öffnung. Ich fange jetzt hier mit einer Seite an und klebe die mir an, sodass die Raupe vom Reißverschluss genau in der Mitte liegt. Dann nehme ich die andere Seite und mache das da das Gleiche. So ungefähr sollte es dann aussehen. Und dann könnt ihr jetzt hier einmal komplett im Rechteck absteppen, knapp an der Kante entlang. Hier könnt ihr jetzt einen längeren Stich nehmen. Also ich habe jetzt hier eine Stichlänge von 3,5 cm eingestellt. Und dann könnt ihr euch auch noch helfen, einen Teflonfuß zu verwenden, wenn ihr mit Kunstleder arbeitet. Bei mir geht es jetzt hier auch ohne. Aber wenn ihr da Schwierigkeiten habt, dann verwendet einen Teflonfuß. Wenn ihr jetzt den Reißverschluss so eingenäht habt, dann nehmt ihr euch jetzt das untere Vorderteil vom Innenstoff, legt es vor euch hin, legt dann das Reißverschlussteil drauf und nehmt dann das obere Vorderteil vom Außenstoff und legt es rechts auf das Reißverschlussteil, sodass das Reißverschlussteil zwischen Innenstoff und Außenstoff liegt. Und dann steckt diese Kante hier zusammen. Und dann näht ihr jetzt anschließend diese Kante zusammen. So ist es jetzt zusammengenäht. Und dann klappt ihr das obere Teil auf rechts. Und jetzt könnt ihr also die Nahtzugabe nach oben klappen in das obere Teil und dann nochmal hier knappkantig auf dem oberen Teil absteppen, wenn es eure Nähmaschine packt, weil es doch sehr viele Lagen sind. Und wenn sie es nicht packen sollte, dann lasst es einfach so. Zum Absteppen verwendet ihr jetzt auch wieder eine größere Stichlänge von 3,5 oder 4. Damit die Stofflagen hier im unteren Bereich nicht mehr verrutschen können und es dir nachher dann leichter fällt beim Nähen, fixierst du hier nochmal innerhalb der Nahtzugabe mit einer großen Stichlänge einfach nochmal die Stoffe zusammen. Wenn ihr das dann gemacht habt, ist die vordere Tasche fertig. Und wir machen weiter mit dem Reißverschluss. Dafür braucht ihr jetzt die Reißverschlussbelegteile sowohl vom Außenstoff als auch vom Innenstoff und dann natürlich den langen Reißverschluss. Und dann legt ihr den Reißverschluss rechts auf ein Teil des Außenstoffs an die Kante. Das könnt ihr dann einmal feststecken. Und dann nehmt ihr euch ein Innenstoffteil und legt es jetzt mit der rechten Seite nach unten auf den Reißverschluss und steckt mit den vorhandenen Klammern einfach den Innenstoff auch nochmal fest. Der Reißverschluss liegt also mit der rechten Seite nach unten zwischen Außenstoff und Innenstoff. Und jetzt nehmt ihr euch ein Reißverschlussfüßchen und steppt hier einmal entlang die Stofflagen fest. Und beim Annähen achtet ihr darauf, dass ihr mit eurem Füßchen so nah wie möglich an den Zähnchen entlang näht. Also ihr spürt es,
so ein bisschen durch, wenn ihr da mit dem Finger so drüber geht, dann spürt ihr die Zähnchen und einfach so nah wie möglich, ungefähr 1 cm Nahtzugabe. Wenn ihr das jetzt genäht habt, dann legt ihr beide Belegteile nach rechts um, sodass der Reißverschluss frei liegt. Und dann macht ihr das gleiche wie vorhin auch, nur auf der anderen Seite. Das heißt, ihr legt euren Reißverschluss rechts auf den Außenstoff und steckt es fest. Und nehmt dann euren Innenstoff und legt den auch wieder mit der rechten Seite nach unten auf den Reißverschluss und steckt wieder mit den vorhandenen Klammern auch den Innenstoff fest, sodass der Reißverschluss zwischen Außenstoff und Innenstoff liegt. Und anschließend näht ihr jetzt auch wieder die drei Lagen so zusammen. Anschließend wendet ihr dann beide Seiten auf rechts und bügelt einmal schön drüber, damit sich die Kanten hier schön auseinanderlegen. So sieht es von außen aus und so sollte es dann von innen aussehen. Und damit es auch wirklich hält und ihr dann auch später beim Gebrauch immer schön den Reißverschluss auf und zu machen könnt, steppen wir jetzt hier nochmal knappkantig entlang auf beiden Seiten. Und dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr den Innenstoff auch immer schön so rüberklappt, damit der auch schön den Reißverschluss frei hält. Verwendet beim Absteppen auch wieder eine größere Stichlänge. Und ich nähe jetzt hier 0,5 von der Nahtkante entfernt. Dann nehmt ihr euch jetzt die Seitenteile des Oberstoffs und legt jetzt eins davon immer ans Ende des Reißverschlusses mit der etwas kürzeren Seite rechts auf den Außenstoff. Und jetzt steckt ihr nur die Außenstoffe zusammen, also nicht den Innenstoff. Und anschließend näht ihr das jetzt in zwei Schritten zusammen. Und zwar einmal diese Seite bis zum Reißverschluss, also bis hierher, und einmal von Reißverschluss bis zum Ende, sodass in der Mitte, also dort, wo der Reißverschluss liegt, ihr nicht näht. Also klappt den Innenstoff nach unten weg, näht mit einem ganz normalen Geradstich, wieder 1 cm Nahtzugabe bis hier, wo der Reißverschluss anfängt. Dann klappt ihr den Innenstoff nach oben weg und auch den unteren Innenstoff nach oben weg und fangt jetzt hier auf Höhe des Reißverschlusses an, weiter zu nähen und den Rest auch noch zusammen zu nähen. So sollte es dann aussehen, wenn ihr das genäht habt. Und das gleiche macht ihr jetzt auch mit dem Innenstoff. Das heißt, ihr braucht das Innenstoffseitenteil, legt es rechts auf den Innenstoff, steckt nur die Innenstoffe zusammen und näht dann auch wieder nur bis zum Reißverschluss beide Seiten zusammen. So sieht es dann aus, wenn es genäht ist. Und jetzt, wenn ihr beide Seiten genäht habt, jetzt wird auch die Lücke in der Mitte noch geschlossen. Und zwar legt ihr das da einfach so unter die Nähmaschine und näht ganz vorsichtig alle Stofflagen mitsamt dem Reißverschluss zusammen. Und beim Reißverschluss drüber nähen müsst ihr ganz vorsichtig sein.
Damit auch wirklich nichts aufgehen kann, könnt ihr da nochmal zurücknähen. Und dann verriegeln. Jetzt haben wir hier schön die Seitenteile angenäht, aber hier an den Seiten ist Innenstoff und Außenstoff getrennt. Das brauchen wir nachher, um den Innenstoff dann auch weiter zu verarbeiten. Genau, und das Gleiche macht ihr jetzt auch auf der anderen Seite. Damit wir jetzt als nächstes das Rückteil vorbereiten können, nähen wir jetzt erstmal den Henkel. Und zwar klappt ihr den rechts auf rechts mit der langen Seite zusammen, steckt es mit ein paar Klammern fest und näht dann die lange Seite einmal zusammen. Dann schneidet ihr gegebenenfalls die Nahtzugabe nochmal zurück. Ich mache jetzt hier um die Hälfte, damit ich nachher nicht so eine dicke Wulst innen habe. Und dann könnt ihr mit Hilfe einer Sicherheitsnadel diesen Schlauch jetzt auf rechts drehen. Dafür steckt ihr die Sicherheitsnadel auf einer Seite in den Stoff und schiebt dann die Sicherheitsnadel einmal durch den Schlauch und wendet somit den Schlauch auf rechts. Anschließend bügelt ihr dann hier einmal drüber, damit die Naht schön auf einer Seite und die Kante schön ausgebügelt ist. Wenn ihr den Henkel dann gebügelt habt, könnt ihr jetzt auch nochmal rechts und links jeweils mit einem großen Stich knappkantig absteppen. Dann braucht ihr das Gurtband und das schneidet ihr jetzt folgendermaßen zu. Und zwar zweimal in 105 cm, das sind die langen. Dann einmal in 28 cm und zweimal in 14 cm. Jetzt braucht ihr das Rückteil und dann nehmt ihr jeweils ein 14 cm langes Gurtband und diesen Vierkantring, fädelt den Vierkantring in das Gurtband und legt es dann rechts auf rechts hier an die untere Kante bzw. hier seitlich und 2 cm vom Boden entfernt mit der offenen Kante hier zu der seitlichen Kante und das steckt ihr dann einmal fest. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. Dann müsst ihr jetzt hier oben die Hälfte markieren. Das macht ihr am besten mit einer Nadel. Dann nehmt ihr den 28 cm Streifen und legt den hier so quer rüber, sodass es gerade ist und hier ein Stückchen übersteht. Also so ungefähr vielleicht 1 cm hier unten. Dann nehmt ihr euren Henkel und faltet den so zur Hälfte, dass hier so ein Hügel entsteht. Und den legt ihr jetzt hier auf die Hälfte der Nadel, sodass hier die Enden des Henkels im Bereich des Gurtbandes liegen. Aber nicht bis nach ganz unten, sondern ungefähr so ein bisschen über der Hälfte. So. Und das könnt ihr dann feststecken. Dann nehmt ihr die langen Gurtbänder und legt sie jetzt daneben. Genau, und ich habe jetzt hier ein Gurtband, das hat eine rechte und linke Seite. Die rechte Seite hat hier so ein Fischgrätmuster und das muss rechts auf den Stoff angelegt werden. Dann nehmt ihr eben diesen kürzeren Streifen wieder, legt den über diese ganzen Bänder jetzt hier, sodass es ungefähr wieder eben 2/3 überlappt und hier außen ungefähr 1 cm hier unten und steckt es auch wieder fest. So, und anschließend wird es jetzt hier alles fixiert. Also ihr näht jetzt hier auf diesem Band jeweils auf beiden Seiten einmal komplett über die ganzen Bänder drüber. Vorsichtig, es sind ziemlich dicke Lagen und hier ebenso. Und dann hier innerhalb der Nahtzugabe auch nochmal fixieren, damit es nachher nicht verrutschen kann. Und weil das hier sehr beanspruchte Nähte sind und da sehr viel Druck drauf kommt, wenn der Rucksack dementsprechend beladen ist, könnt ihr die Naht einfach auch doppelt absteppen bzw. nochmal genau auf die gleiche Naht nochmal eine Naht setzen.
Als nächstes fädelt ihr dann die Längenregler ein. Dafür fädelt ihr das Gurtband einmal durch und dann lasst ihr gleich eine Schlaufe stehen, damit ihr dann später besser durchkommt. Fädelt dann das Ende durch den Vierkantring von oben nach unten und dann wieder durch den Längenregler. Das Ende des Gurtbands wird dann an dem Teil angenäht, was direkt vom Vierkantring kommt. Und damit euch das Band nicht ausfranst, könnt ihr es entweder mit durchsichtigem Nagellack fixieren oder ganz vorsichtig mit einem Feuerzeug anschmelzen. So sollte es jetzt aussehen, wenn es fertig genäht ist. Dann nehmt ihr euch jetzt euer Bodenschnittteil und legt es jetzt hier rechts auf rechts an die untere Kante und steckt es erstmal fest. Dann näht ihr jetzt hier den Boden an, allerdings solltet ihr hier am Anfang 1 cm stehen lassen und auch am Ende 1 cm. Dann klappt ihr jetzt den Boden nach unten und nehmt euch jetzt das Vorderteil und legt es jetzt rechts auf rechts auf den Boden auf. Steckt die Kante hier unten fest und anschließend wird es genauso auch zusammengenäht mit jeweils 1 cm freilassen. Dann klappt ihr das Rucksackteil auf und markiert hier wieder die Hälfte mit einer Nadel. Und jetzt wird das Reißverschlussteil angenäht. Da markiert ihr euch auch jeweils die Hälfte. Und dann legt ihr dieses Reißverschlussteil rechts auf rechts erstmal hier auf das Vorderteil vom Rucksack. Steckt hier oben die markierten Hälften zusammen und zwar nur den Oberstoff, also den Außenstoff, zusammen. Und hier unten am Boden, da überlappt es jetzt 1 cm. Also, wenn ihr das dann von der seitlichen Ansicht seht, dann geht es bis runter zum Boden quasi. Aber da wir den Boden ja hier schon mal angenäht haben, überlappt es hier 1 cm. Den Innenstoff klappt ihr weg, die Nahtzugabe hier vom Seitenteil ins Seitenteil legen und bei der Rundung hier, da könnt ihr jetzt dieses gerade Teil mit ein paar Schnitten einschneiden. Aber Achtung, nur innerhalb der Nahtzugabe, also ein bisschen weniger als 1 cm. Und jetzt wird das Ganze hier zusammengenäht und zwar hier auch 1 cm freilassen, sodass es exakt auf diesen Punkt trifft. Ich habe mir jetzt hier mal diesen Punkt mit einem Markierstift anmarkiert, damit ich das so genau wie möglich treffe jetzt beim Nähen. An den dicken Stellen könnte es vielleicht von Vorteil sein, wenn ihr mit einem Höhenausgleich arbeitet. Jetzt wird die Rückseite hier auch noch dran genäht. Dafür legt ihr die Gurtbänder alle in die Mitte des Rückteils. Und wenn hier jetzt noch was übersteht, könnt ihr das auch noch zurückschneiden. Dann haben wir ja hier wieder die Mitte markiert und hier ist es noch von vorher markiert. Das heißt, ihr legt jetzt erstmal hier Mitte auf Mitte. Und hier müsst ihr auch ganz wichtig den Reißverschluss aufmachen und dann eben erstmal die Mitten aufeinander stecken. Und jetzt hier auch wieder das Gleiche, also Außenstoff rechts auf rechts, das Rückteil stecken und hier muss es auch wieder 1 cm überlappen am Boden. Und dann wird jetzt hier einmal ringsrum auch nochmal festgenäht, also von Boden hier bis einmal rum auf die andere Seite zum Boden hin. Auch wieder 1 cm freilassen. Jetzt fehlt vom Boden nur noch diese Naht hier, rechts und links, also die kurze Naht. Die näht ihr jetzt auch noch zusammen. Und zwar steckt ihr da jetzt den Boden und die Seitenteile aufeinander vom Außenstoff und näht jetzt hier
von dem Anfang von der Naht, also bei dem einen Zentimeter, bis zum Ende, auch bei dem einen Zentimeter, und schließt so den Boden. Die Außenhülle von eurem Rucksack ist jetzt soweit fertig, der Boden ist dran, jetzt kommt's Innenteil. Dazu braucht ihr ein Innenteil, also demnach das Rückteil, und diese zwei Taschenteile und den Reißverschluss natürlich. Wir werden jetzt die Reißverschluss-Innentasche machen. Die funktioniert genau gleich wie auch die äußere Tasche von dem Rucksack. Das heißt, ihr positioniert jetzt euer Taschenteil und steckt es jetzt erstmal fest. Anschließend näht ihr jetzt das Rechteck mit der Nähmaschine nach. Schneidet dann die Reißverschlussöffnung wieder in der Mitte auf, sodass ihr dann die Dreiecke auch wieder einschneidet, genauso wie bei der anderen Tasche. Wendet dann den Taschenbeutel wieder nach innen um durch die Öffnung und bügelt dann hier einmal wieder schön über die Kante drüber. Anschließend nehmt ihr dann euren Reißverschluss und legt den wieder hinter die Öffnung, sodass die Zähnchen in der Mitte liegen, und steckt das Ganze fest. Steppt den Reißverschluss wieder knappkantig mit einem großen Geradstich ab. Und so sollte es dann fertig aussehen. Jetzt nehmt ihr den zweiten Taschenbeutel bzw. den hinteren Taschenbeutel und legt jetzt eure Tasche auf die rechte Seite des Taschenbeutels und klappt es dann seitlich so hoch, damit ihr das gut sehen könnt, und legt jetzt die zwei Taschenbeutel rechts aufeinander. Und dann steckt es hier ringsherum zusammen. Auch hier oben, sodass wirklich nur die zwei Taschenbeutel zusammenliegen. Also das hier ist jetzt eigentlich das Taschenteil, das nähen wir jetzt überhaupt nicht fest, sondern ihr näht jetzt den Taschenbeutel zusammen, indem ihr an einer Seite anfängt und dann einmal das Rechteck komplett zusammennäht, ohne dass ihr jetzt dieses Taschenteil hier mit annäht. Wenn du jetzt die Innentasche fertig genäht hast, dann kommt jetzt wieder der Boden rechts auf rechts hier unten angenäht, wieder 1 cm freilassen, und das gleiche machst du dann auch wieder mit dem Vorderteil, dass du das auch wieder rechts auf rechts dann auf den Boden legst und hier 1 cm rechts und links freilässt. Jetzt wird das Innenteil an diesen inneren Reißverschlussbeleg angenäht. Im Prinzip funktioniert es genau gleich wie beim Außenstoff, nur dass wir hier jetzt eben schon den Rucksack zusammengenäht haben. Und zwar, ihr habt jetzt hier das Rückteil und quasi gegenüber vom Rückteil oder an das Rückteil kommt jetzt auch das Taschenteil, also das mit der Reißverschlusstasche hier. Und dann steckt ihr euer Reißverschlussteil, also euer Reißverschlusstaschenteil, jetzt rechts auf rechts an den inneren Beleg. Und einmal hier in der Mitte hier oben und dann einmal hier unten, wo das Seitenteil endet, da steckt ihr jetzt das Ende oder den Anfang vom Boden fest. So wie ihr es auch beim Außenstoff gemacht habt. Hier wieder mit diesem 1 cm und steckt auch den Rest fest. Wenn ihr den Innenstoff jetzt so gesteckt habt, dann näht ihr jetzt die zwei Teile zusammen, und zwar wieder vom Boden hier um die Rundung entlang bis zum anderen, bis zur anderen Seite vom Boden, und wieder hier mit dem 1 cm stehen lassen. Das heißt, ihr trefft genau auf die alte Naht. Hier gibt es jetzt eine Stelle, die ist ein bisschen tricky, weil einfach der Stoff hier so kurz ist und der Platz so eng. Da müsst ihr einfach den Rucksack immer schön platt drücken
und langsam nähen. Jetzt kommt die andere Seite auch an den Beleg dran, rechts auf rechts. Ich habe hier wieder meine Mitte markiert und auch hier steckt die mir zusammen und dann hier das gleiche. Und hier müsst ihr auch wieder dieses Seitenteil hier an die Seite vom Vorderteil dran stecken, sodass der Boden hier noch frei bleibt. Wenn ihr das jetzt hier so festgesteckt habt, dann sollte es dann ungefähr so aussehen. Also hier in der Mitte ist quasi hier der Boden und hier ist die Seite, die wir schon angenäht haben. Und diese Seite näht ihr jetzt ganz genauso an. Das Einzige, was ihr hier jetzt anders machen müsst, ist, dass ihr an einer Seite eine Wendeöffnung lasst. Ich markiere die jetzt einfach mal mit meinem Stift. Und die sollte schon relativ groß sein. Also bei mir ist die jetzt so groß, weil ihr müsst dann später den kompletten Rucksack da durchbekommen. Das heißt, ihr könntet die sogar noch ein bisschen größer lassen. So, ich habe das jetzt hier genäht und hier ist meine Wendeöffnung. Und was jetzt noch fehlt, ist der Boden noch zu schließen. Also diese kurze Öffnung hier. Da legt ihr einfach die zwei, also das Seitenteil auf das Bodenteil. Und steckt es eventuell ein bisschen fest und näht dann von der einen Naht zur anderen Naht die zwei Teile zusammen. Genauso auch hier auf der anderen Seite. Und jetzt wird der ganze Rucksack durch diese Wendeöffnung hier auf rechts gewendet. Da müsst ihr jetzt sehr vorsichtig sein und auch ein bisschen geduldig mit euch selbst, dass ihr das Ganze da durchbekommt. Wenn ihr ihn dann jetzt umgedreht habt und alles soweit passt, dann fehlt jetzt noch die Wendeöffnung hier, die wir jetzt wieder schließen müssen. Und zwar legt ihr da einfach die Nahtzugabe von 1 cm auf beiden Seiten in den Innenstoff rein und legt dann die zwei Kanten sauber aufeinander und steppt dann nochmal knappkantig ab. So sieht nun der fertige Rucksack aus und ich muss sagen, ich liebe ihn. Ich mag die Stoffkombination richtig arg und ich bin jetzt auch so froh, dass ich das Deco-Will überall verwendet habe, auch wenn es beim Nähen ein bisschen schwieriger ist, aber jetzt am Ende hat es einfach so einen richtig guten Stand und der Rucksack steht einfach richtig, richtig gut. Ich hoffe, das Video und die Anleitung zum Rucksack haben euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal Rosie Made. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen und verlinkt mich unbedingt auf Instagram, damit ich eure fertigen Werke sehen kann und sie natürlich dann auch reposten kann. Macht's gut und bis zum nächsten Video.